Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu einer neuen Folge Minecraft Sommerland. Und der Flo ist heute mit dabei. Genau, ja, wir stürzen uns ins Abenteuer. Letzte Folge, der Tobi da war, ist jetzt der Flo. Jetzt, genau, auch wieder dabei und hat hier schon was Hervorragendes vorbereitet, wie ich finde. Erzähl doch mal kurz, was du hier geplant hast. Genau, wir hatten ja überlegt, ihr habt ja jetzt hier die ganze Zeit immer hier den Wald weitergebaut, dass die Insel ein bisschen voll wird. Und jetzt wollten wir hier vorne in dieses riesige Becken den Hafen bauen, mit dem wir schon lange geliebäugelt haben. Und von euch kamen ja auch schon viele Ideen dazu. Und so grob kann man ja mal erzählen, wir haben hier nur so zwei kleine Plattformen und einen Kran schon mal vorgebaut, um zu gucken, wie man sowas ungefähr machen könnte. Wir wollen hier so eine längere Wasserstraße bauen, wo eben Schiffe entladen werden können. Und hier drüben baut der Domi gleich noch einen Steg und was ich, so eine Lagerhalle oder so wollen wir noch hinbauen. Aber sind auch noch offen für Vorschläge. Also falls ihr Ideen habt, was muss hier unbedingt in den Alchemistenhafen rein? Immer her damit, ja, klar. Natürlich. Auf jeden Fall. Genau, und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich baue hier einfach mal weiter an dem Kran rum. Ja, ich kann ja schon mal hier mit dem Steg anfangen. Parallel. Einfach, genau, mit dem Steg auch schon mal anfangen, denn wir wollen ja so eine richtige Wasserstraße eben bauen, wo dann hier entladen wird. So, dann nehmen wir erstmal ein schönes Holzbrett, ja, das ist doch, das wollte ich nicht so. Ihr habt ja auf jeden Fall jetzt schon mal dafür gesorgt, der Tommy und du, dass hier alle Alchemisten irgendwo pennen können. Diesem riesigen Baumpark, nenne ich es ja mal. Ja, das stimmt. Also mittlerweile zumindest in der rechten Hälfte können sie sich in die Bäume so legen. Da sind jetzt noch keine Wohnungen oder so. Die kommen natürlich dann noch rein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschlupf. Und wir haben ja noch den Tempel, wo man auch vielleicht ein bisschen, weiß nicht, chillen kann. Heilige Tempel im Wald. Genau. Warte, wie hoch habe ich denn den Kran gemacht? Okay. Was soll sowas denn? Ja, aber der ist doch schon ziemlich cool. Können dann auch nochmal überlegen. Eigentlich müssten wir die dann im Erik noch automatisieren, auch die Kräne, dass die sich auch bewegen die ganze Zeit, so wie bei den Orks unten eben. Ja, das wäre cool. Irgendwas vielleicht auf ein Schiff runtergelassen wird oder so. Oder die sich drehen irgendwie. Ja, genau, die müssen sich immer so hin und her drehen einfach, als würden die konstant irgendwas entladen. Aber das kriegen wir hin. Müssen wir den E-Ridge mal bereden, dass er das macht. Noch ein bisschen höher. Ja, so ein richtiger Hafen ist ja natürlich sehr wichtig für die Alchemisten, weil wir vom Volk her sind wir ja total auf Handel angewiesen. Alles, was wir hier herstellen und produzieren, muss ja irgendwie die anderen Welten erreichen. Genau, und da braucht man natürlich irgendwie einen Handelsumschlagsplatz und das ist natürlich hier in dem Fall jetzt unser Hafen und dann vielleicht ja auch noch irgendwann der Luftschiffhafen. Genau, der fehlt auch ja auch noch. Wird aber ein bisschen komplizierter, befürchte ich. Ja, ich glaube auch. Machen wir erstmal hier konventionell mit normalen Schiffen und dann, wenn wir das geschafft haben, Gucken wir weiter. So. Müssen da noch irgendwie hier an den Steg nach unten so Stelzen rein. Da nehmen wir doch einen Zaun für. Normalerweise könnte ich jetzt, wenn ich die Skills vom E-Ridge hätte, auch einfach den ganzen Kran kopieren. Aber da weiß ich leider nicht genau, wie das geht. Ja, mit dem Clone-Befehl. Aber da hat man nachher den vielleicht dann noch irgendwo sitzen, wo man dann doch nicht haben will. Das ist nicht so. Ja, das geht schnell schief. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ach Mist, jetzt, hier kann ich es ja gar nicht dran bauen. Haha. Dann müssen wir es doch anders machen. Und jetzt ist nochmal schnell den Zaun. So. Weißt du mal, das Blöde mit den Halben wieder hier. Das gleiche Problem wie schon so oft. Du meinst, wenn man da noch was drauf machen will? Ja, wir sind da drunter in meinem Fall, dass ich die Stelzen drunter bauen will. Das ging jetzt nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, du kannst aber dann unten jeweils an der Stelle, wo du die Stelzen machen willst, ja noch eine halbe dran machen. Ja, nur irgendwie will's gerade gar nicht. Achso, vielleicht muss ich erst was drunter bauen, okay. So. Will er auch nicht, geht vielleicht nicht.
Unter Wasser, ja gut, da muss er erstmal schwimmen. Dann überlege ich mir später was. Dann schwimmt er direkt auf dem Wasser. Unser Steg. Ja, und erstmal schwimmt er und später kriegt er noch Stützen, das ist schon okay. So, ich habe so lange mal den nächsten Kran da hingesetzt. Ja, ich sehe ihn schon. Sieht ziemlich cool aus. Jetzt noch so... Hier vorne schon mal gut entladen werden. Wenn wir jetzt noch so, so weit rankommen, dann sind wir fast am Hamburger Hafen. Genau. Die sehen echt cool aus. Gefallen mir gut. Alles entladen. Ja, ich glaube, ich baue mal noch so kleine... Obwohl, ne, hier ist eigentlich ganz gut so eine Fläche, damit es entladen werden kann. Dann muss man von hier vielleicht mal... Landweg bauen. So. Wir nehmen jetzt hier am Hafen hauptsächlich diesen komischen vermoosten Stein, weil das macht ja auch Sinn hier, ist ja alles permanent irgendwie nass. So halb, also so halb unter Wasser irgendwie. Ja. Aber hier unsere Tintenfische fühlen sich echt wohl. Ja, Tintenfische sind irgendwie komischerweise echt viele hier. Und die sind ja auch irgendwie, also die haben irgendwie so einen Delfinkomplex, habe ich das Gefühl. Ja, die kommen immer so hoch. Ja, und die jumpen dann immer so aus dem Wasser. Gucken kurz, was man macht hier eigentlich in ihrem Land. So, jetzt wieder hier. Tintenfischland. Ja, und der Tintenfisch versteht hier nicht, dass hier ein Steg ist. Der will jetzt in den Steg reinschwimmen. Er sucht es auch immer wieder. Na, ich wünsche dir noch viel Erfolg. So, dann bauen wir hier noch einmal weiter ein bisschen. Sind wir denn jetzt so von der insgesamten Länge? Ah, da geht noch was. Ich baue hier mal noch so ein kleines Hafengebäude, also irgendwas einfach hin. Ob es dann eine Zollstation wird oder was auch immer, erstmal einfach ein Gebäude. Ja, muss man ja gucken, ne? Wenn hier Handel getrieben wird, dann müssen ja irgendwie auch Abgaben getätigt werden, damit das Ganze funktioniert. Brauchen wir irgendwen, der das überwacht, so ein Hafenmeister irgendwie. Wie heißt das nicht? Kantor heißt das, glaube ich, ne? So ein Hafenmeister. Weiß es gar nicht. Gibt es da einen eigenen... Ja, ich meine, es ist Kantor, wenn mich alles täuscht. Habe ich jetzt in dem Zusammenhang noch nicht gehört, aber kann auf jeden Fall sein, natürlich. So, und jetzt bauen wir hier unsere schwimmende Halle noch hin. Ja, das ist doch cool so. Achso, ja, und dann, wie gesagt, müssen wir uns ja nochmal dann Boote irgendwie überlegen, ne? Genau, ja, ich meine, der Tobi hat natürlich schon super vorgelegt, der hat ja ein mega geiles Piratenschiff sich da in diese Grotte gesetzt. So in der Art müssen wir natürlich auch irgendwie ein Schiff jetzt bauen noch, oder mehrere besser gesagt, die hier irgendwie gerade am Anlegen sind und dann eben ausgeladen werden. Fehlen jetzt noch. So. Ja, was meinst du so hier zu der Größe der Halle? Ich habe jetzt mal ungefähr einen Grundriss gemacht. Also schon mal so die Hälfte davon. So. Ja, sieht ganz gut aus. Wir bauen hier so ein, zwei Hallen hin und dann können wir, wenn wir es richtig geil bauen, ja sogar von den Hallen direkt so eine Art, da müssen wir nur gucken, wie wir es durch Wasser, das Wasser durchkriegen, dass wir direkt unten in den Alchibaum reinkommen von den Hallen aus. Machen wir dann im Nachhinein nochmal. Dass wir quasi so wie bei den Orks so eine Art Lagerstätte eben hier erschaffen. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Dann so ein, weiß ich nicht, vielleicht so eine Art Glastunnel oder sowas, durch den man durch kann. Ja, genau, irgendwie sowas auf jeden Fall, dass man irgendwo hin. So. Ah, was wir auch noch machen können, fällt mir gerade ein, das hatten wir nämlich jetzt in den letzten Folgen in dem Wald gemacht hier.
Ist nur mit Knochenmehl auf der Wiese oder auf dem Gras halt, auf Grasblöcken ein bisschen verstreuen und dann wachsen da ja so Gräser und die wachsen auch immer höher, je mehr man da hinmacht. Okay. Und das gibt dem Wald nochmal eine ganz andere Anmutung. Nee, das fand ich echt cool, das wusste ich auch nicht. Eigentlich eine ganz simple Sache, aber war mir nicht bewusst. Cool. So. Dann will ich hier noch so eine kleine Werft machen, dass hier auch ein Boot reinfahren kann, was dann ja, stimmt, repariert so zum, werden muss. Genau. Ja. Auch ein guter Punkt. Okay. Dann nehme ich hier auch mal den gleichen Stein, den du hier hast. Wow, so. Ja, ich baue hier das Gebäude natürlich so, dass man auch aufs Dach kann. Denn da könnten wir dann noch eine Verteidigungslage draufsetzen oder Anlage draufsetzen. Nochmal so eine Kanone wie oben oder so. Ja, klar. Der Hafen muss natürlich hart verteidigt werden. Denn da treibt sich ja das ganze Halunkenpack rum. Ja, wer weiß, welche Piraten da einfallen, hä? Man weiß es ja nicht. Eben. Will man vielleicht auch nicht wissen. Was hier in die heiligen Alchemistenhallen so kommt. Breit ist jetzt hier meine Halle, so. Okay, dann machen wir hier noch eins dran. So, passt. Okay. Ja, wir bauen jetzt am besten, ich baue jetzt die Gebäude, die ich baue, einfach erstmal nur so sozusagen Rohbauten und dann können wir uns später noch überlegen, was genau wir da reinsetzen. Ja, das da warten wir auch einfach ab, was ihr vielleicht so meint. Genau, aber dann sind zumindest schon mal so ein paar Gebäude da. Ja, das auf jeden Fall. Dann kann man sich auch einfach viel besser vorstellen, kann sich mehr Gedanken drüber machen. Zwischen dem Steg und den Krähen, so die Wasserstraße, die ist auf jeden Fall schön breit genug. Also ich glaube, da können wir ganz gut was draufsetzen. Ja, das denke ich auch. Ist also ein paar. Ja, genau, das ist cool. Und was dann ja auch noch wir vielleicht brauchen, was man vielleicht auch noch aufs Dach von dem Hafenmeistergebäude machen könnte, oder halt auch natürlich woanders hin an die Ecke hier vorne, ist dann sowas wie ein Leuchtturm ja noch unbedingt. Ja, stimmt. Leuchtturm das, muss unbedingt irgendwo sein. Das muss auf jeden Fall halt noch sonst, sein. Sonst geht's schief. Ich sehe das schon kommen, wie hier die ersten Schiffe irgendwo gegenfahren. Ja, wenn das Wetter wieder schlecht ist, ne, dann geht es ganz schnell. Plötzlich hier dann ein Schiff im Baum hängt. Das wollen wir nicht. Einfach so frontal in den Alchibaum reingebrettert. Boom. Ah, nee, wir haben noch einen Zaun hin. Das wird eine schöne Halle hier auch.
Ja, ich glaube. Auf jeden Fall ein bisschen Platz. Ja, ich baue da jetzt auch nochmal erstmal noch nichts rein. Noch erstmal nur, ich warte, also den Steg können wir auch noch, beziehungsweise hier diesen Werkstattbereich für die Schiffe, also Werftbereich, können wir auf jeden Fall auch noch umgestalten. Aber so. So geht es schon mal. Und der andere Teil ist dann so Lagerhalle-mäßig, ne? Genau. Der linke Teil. Ja, das ist doch cool. Auch hier mal noch ein bisschen an der Krananlage weiter. Wir brauchen ja vor allen Dingen Platz, wo sie den ganzen Scheiß dann von den Schiffen erstmal hinlagern können. Und von da aus wird es dann in die Lagerhallen oder direkt in den Alchibaum reingeräumt. Ja, das bedeutet, wir brauchen auch noch irgendwie so einen Abtransportweg von den Kränen, von der Rückseite irgendwie, da ja auch direkt die Insel ist. Ist das natürlich praktisch, ne? Dass man direkt Festland hat. Oder was heißt Festland? Inselland. Kriegt die Glyphe auch nochmal einen richtigen Zweck jetzt hier, weil da unten so schön Platz ist in der Glyphe, passt da optimal so ein Hafen rein. Ja, das haben wir uns natürlich schon beim Logo-Design überlegt. Genau, das war der hauptausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, da können wir irgendwann ja mal einen Hafen reinbauen. So, ich glaube, ich baue hier vorne einfach mal noch weiter Kräne ran. Ja, das hört sich gut an. Weil wir auch schon, ich weiß gar nicht, zeitlich. Ja, wir sind jetzt schon eigentlich wieder durch für heute. Oh, ich mache hier gerade noch das Hallendach fertig. Häuschen. So. Und bauen dann nämlich einfach nächstes Mal, einfach würde ich sagen, hier weiter am Kran. Genau, an der Stelle. Beziehungsweise am Hafen. Nicht nur am Kran. Das machen wir. Ich gucke jetzt nochmal mir das Ganze von vorne an. So, hier kommt man dann reingefahren. Ja, das ist cool. Auch der lange Steg. Das kommt echt ganz gut. Gefällt mir gut. Cool. Ja, Flo, dann schauen wir einfach mal nach der Folgenpause, wie das, also ob das wirklich Kantor heißt oder ich schaue das mal kurz nach. Okay, dann machen wir dann einfach gleich weiter. Machen wir genau da weiter. Genau, und wir alle sehen uns dann übermorgen wieder hier bei den Alchemisten und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Tschö. Ciao.